Hey Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und nein, eure Augen täuschen euch nicht. Das sieht nicht nach Magic Arena aus. Und zwar habe ich mich ein bisschen durchgeforstet und geguckt, welche Kartenspiele es noch gibt, die einen super Online-Modus dabei haben, beziehungsweise auch ein sehr gutes Game an sich ist. Und da bin ich auf Gwent gestoßen. Gwent ist mir ja persönlich nicht so unbekannt gewesen. Ich habe das früher schon mal gespielt. Und jeder, der was The Witcher 3, The Wild Hunt, glaube ich, hat das Game geheißen, gezockt hat, wird wahrscheinlich Gwent auch können. Es war nämlich ein Ingame in diesem Spiel. Und dieses Ingame, dieses Gwent, hat damals so eine große Fanbase bekommen, dass CD Projekt hier gesagt hat, Leute, wir müssen hier ein Solo-Spiel draus machen, eine Standalone-Version. Und daraus ist eben Gwent, The Witcher Card Game, glaube ich, heißt es. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr könnt mich natürlich gerne korrigieren unten in die Kommentare. Ja, ich werde euch heute ein bisschen das Spiel näher bringen, ein bisschen grob rübergehen, was es so gibt. Und je nachdem, wie euch das Video gefällt, werde ich mehr zu diesem Projekt machen. Das soll einmal nur ein reines Reinschnuppern für eurer Seite sein. Das heißt, ich zeige euch einmal das Game und wenn das Feedback von euch sehr positiv oder ihr wollt mehr sehen, dann werde ich auch mehr und detaillierter in das ganze Thema reingehen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch mal, was hier alles so gibt. Ja, als ersten Punkt haben wir hier Spielen. Spielen ist ganz klar, das ist hier wird automatisch ein Match gesucht. Es gibt auch einen Rank-Modus, aber ich schätze mal, der wird erst freigeschaltet werden, sobald dass man einen gewissen Level erreicht. Momentan kann man nur unranked spielen, also gegen andere Spieler auf der gleichen Stufe. Was eigentlich für mich persönlich die Erfahrung gemacht hat, dass das sehr gut gebalanced ist und auch wirklich sehr viel Spaß macht. Dann haben wir den Draft, hier sieht man Early Access, das heißt, der ist noch nicht so lange dabei und wird wahrscheinlich gerade getestet. Und ich habe ihn selber noch nicht gespielt, weil ich ein bisschen mit der neuen Spielmechanik vertraut werden möchte und auch ein bisschen mit dem Tech. Da habe ich den Draft-Modus außen vor gelassen. Aber ich schätze mal, man wird hier ungefähr so ähnlich vorangehen wie bei Magic. Das heißt, man hat einen gewissen Kartenpool. Und aus dem kann man seine Karten picken und daraus eben ein Deck bauen und dann halt eben gegen andere matchen. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, was, wenn die Rezession recht gut und das Feedback ist von euch, dass es, beziehungsweise dass ich auf sowas dann auch noch genauer eingehe. Ja. Dann haben wir die gute Reise und das ist ein vertrautes Bild für jeden Magic Arena Spieler. Bei Magic Arena ist es ja das Season Pass. Ich glaube, hier heißt er auch so, nur die Reise im Prinzip. Und hier haben wir oben die Free-to-Play-Liste. Das heißt, die kann jeder freischalten. Und hier unten hat man die Premium-Freischaltung. Also man levelt eben hoch und schaltet halt umso mehr Sachen voran. Ich spiele das ganze Game momentan noch Free-to-Play. Darum ist hier der Premium-Status bei mir noch nicht freigeschalten. Ja, und dann kommen wir auch zur Deckschmiede. Und da müssen wir im Prinzip, gebe ich euch einen groben Einblick. Und hier auch wieder, wenn das Feedback oder die Rezension von euch sehr positiv und ihr wollt mehr sehen, dann kann ich hier natürlich noch detaillierter eingehen, aber so in groben mache ich nur einen groben Überblick. Und zwar haben wir die Möglichkeit, hier in sechs
Fraktionen uns auszuwählen. In einerseits die Fraktion der Monster, das heißt, bei Witcher 3 war es die wilde Jagd. Und hier sind die ganzen Monsterkarten dabei. Dann gibt es die Fraktion Nilfgaard, das königliche, nördliche Königreich, so. Die Skoyadel, die Skelligen, sind wie so Wikinger, Nordmänner im Prinzip. Die Skoyadel sind im Prinzip die Anderlinge, glaube ich, werden die in Witcher genannt. Das sind quasi Elfen, Druiden, Ent, also alles, was, glaube ich, nicht Monster oder Mensch sind, sind Anderlinge und Skoyadel-Anhänger. Und was ich persönlich noch nicht gekannt habe, was wahrscheinlich neu dazugekommen sind, ist die Fraktion Syndikat. Und dann gibt es natürlich Karten, die sind neutral, die kann man in jedem Deck spielen. Und ja, daher haben wir alle. Von Kartentyp gibt es drei verschiedene, soweit ich weiß. Es gibt die Kreaturen, also oder die Soldaten etc., wie man es halt nennen möchte. Dann gibt es Sonderkarten, die was einen speziellen Effekt haben. Entweder rufen sie was hervor oder zerstören etwas oder geben Boni. Und dann gibt es noch Artefakte. So, auf den Rest gehe ich jetzt in erster Linie noch nicht ein, sonst wird das Video natürlich von der Zeit her enorm sprengen. Dazu kann ich ja noch, wenn gewünscht ist, ein eigenes Video machen. Ich gehe hier mal auf mein Deck, was ich mir gebaut habe, hier das Skoyadel Deck. Und hier ist ganz unterschiedlich zu Magic. Magic sagt man ja im Standard, sollte man 60 Karten Deck haben. Da ist es egal, welche Karte ich, also quasi von der Seltenheit, ich im Deck spiele. Also wenn ich lauter Mythic Rare spiele, spiele ich lauter Mythic Rare. Es hat keine große besondere Auswirkung, außer dass das Deck vielleicht nicht funktionieren würde. Hier bei Gwent funktioniert das Ganze mit einer Ressource. Und zwar haben wir hier 164, ich sag hier mal, Nahrungsmittel, Ressourcen, Rekrutierungskosten, so heißt es genau. Und je nach Stärke von dieser Karte haben die höhere bzw. niedrigere Rekrutierungskosten. Das heißt, ich muss hier relativ gut schauen, wie ich mein Deck zusammenbaue, weil ich habe nur die 164 Ressourcenkosten zur Verfügung. Das heißt, spiele ich relativ teure Spells, dann habe ich weniger Karten im Deck. Spiele ich relativ geringe, kann ich mit mehr Masse spielen. Also das ist schon mal der entscheidende Unterschied zu Magic. Und meines Wissens nach kann ich hier, glaube ich, die Karten auch maximal 4-mal spielen, soweit ich weiß. Ich habe doch leider noch nicht so viele Karten bekommen, dass ich über 4 drüber gekommen bin. Aber grundsätzlich ist es so. So. Wenn man hier das Deck ansieht, dann haben wir sogenannte Anführer. Das sind immer unterschiedliche Anführer. Kann ich noch natürlich in einem eigenen Video nochmal dazu näher eingehen. Und man kann sie pro Fraktion auch Fähigkeiten aussuchen. Die beinhalten auch wieder Rekrutierungskosten und da kann man natürlich unterschiedliche Fähigkeiten, was unser Anführer im Match quasi für uns einsetzen kann. Das ist halt unterschiedlich. Wir arbeiten mit dem Präzisionsschlag, weil wir ein Dryadendeck bauen oder beziehungsweise besitzen.
Und deswegen verwenden wir den Präzisionsschlag. Nur aus kleiner Überblick. Also, wie gesagt, wenn es gewünscht ist, kann ich hier nochmal genauer drauf eingehen. Ja, das ist das Ganze zum Deckbau. Wir gehen nochmal zurück, verlassen. Und ich zeige euch ein Game in Gwent. Und zwar läuft es nämlich anders ab. Okay, Stolz wir ist alles, beginnen. was uns bleibt. So. Und wenn man hier hergeht, sieht man das Spiel. Am Anfang zieht man 10 Karten. Man hat die Möglichkeit, nachdem das der Gegner hier entschieden hat, sind wir dran. Genau. Wir haben 10 Karten und wir haben jetzt die Möglichkeit, 3 neu zu ziehen. Also das heißt, wir können austauschen. So, wir tauschen hier den aus und wir tauschen den aus. So, dann beginnt unser Match. Und wenn ich das Spielfeld hier mal erkläre, hier haben wir zwei Felder. Das ist die Nahkampffeld und das ist die Fernkampffeld. Genauso wie hier drüben sieht man hier anhand von den Symbolen. Das ist unser Anführer mit seiner Fähigkeit Präzisionsschlag und das ist der gegnerische mit seiner Fähigkeit. Und es geht jetzt darum, dass, kleinen Moment, jetzt muss ich mal langsam was ausspielen. Es geht darum, dass man zwei von drei Spielen gewinnt. Und daraufhin gehe ich hier seitlich ein. Man sieht hier Punkte. Die Punkte sind jeweils die Stärke der Karte, die was man ausspielt. Und das Ziel ist, am Ende einer Runde, also eine Runde ist ein komplettes Match, eine höhere Anzahl zu haben wie der Gegner. Der einzige Unterschied ist das, dass man den Gegner keine Lebenspunkte angreift, sondern man kann mit gewissen Fähigkeiten gegnerische Kreaturen oder beziehungsweise Karten die Stärke zu minimieren. Und zwar kann man das. Kleinen Moment. Die Fähigkeit hat hier Befehl und unsere fügt einer gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Das heißt, wenn man das ausmachen, dann haben wir ihm diese zwei Rüstungen abgenommen. So, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen. So, und geben ab. Und so läuft es, also in abwechselnden Partien. Spielt mein Gegner eine Karte aus, ich spiele eine Karte aus. Und das Ziel ist darum, am Schluss eine höhere Stärke zu haben als der Gegner. Bei Gwent ist es sogar oft taktisch sehr klug, eine Runde mal abzugeben, was ja bei Magic ja nicht der Fall ist. Man möchte so schnell wie möglich 2 zu 0 gewinnen im Best of 3. Aber hier kann es oft sein, dass es gut ist, eine Runde mal abzugeben. Der große Unterschied zu Magic ist das, dass wir pro Match oder pro Runde keine neuen Karten ziehen, sondern wir bekommen am Anfang 10 Karten und mit diesen 10 Karten müssen wir so einigermaßen auskommen. Wir ziehen zwar pro Runde jeweils wieder Karten nach, aber sonst ziehen wir keine Karten mehr nach, außer eine Fähigkeit. Beinhaltet das.
ist am Anfang ein bisschen komplexer zu erklären. Alle, die was Quent schon spielen, verstehen es irgendwie ein bisschen leichter. Aber ich will jetzt nicht direkt intensiv auf das Game eingehen, da es ja nur ein kleines Kennenlernen-Video sein sollte. So, Gegner kann hier wieder einen Schaden zufügen und wird hier wahrscheinlich abgeben. Es steht 6 zu 10, das heißt, wir sind in Führung. Gegner hat 7 von 10 Handkarten. Das heißt, er müsste theoretisch eine mehr auslegen, aber wir werden hier trotzdem noch eine Karte rauslegen, um hier wirklich nur mal ein bisschen mehr Druck auszuarbeiten. Mir gefällt das Spiel irrsinnig gut. Es ist um einiges anders aus wie Magic. Es hat auch, es ist auch in gewisser Art und Weise sehr komplex. Und ist auch relativ erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Riesenvorteil ist halt eben, dass man halt bei Quent eben keine Karten nachzieht. Man sieht, ich bin dran, ich ziehe keine Karte nach. Das heißt, ich muss mit meiner Starthand von 10 Karten, muss ich schon ungefähr mir Gedanken machen, wie mein Match ausschauen soll. Ja, schieß mal den. Das ist mit Gift. Gift fällt mir eigentlich so nicht direkt. Ich mag eure Art zu sterben, Mensch. So, jetzt hat der Gegner eigentlich 0 oben. Könnte jetzt passen, was wahrscheinlich Sinn macht. Dann würde die erste Runde an uns gehen. Macht uns der Anführer. Ja. So, wir passen auch. Und somit ist das erste Match, die erste Runde gewonnen. Wir haben 17 zu 0 gewonnen und die nächste Runde startet. Und jetzt ist der einzige Moment, wo wir wieder Karten nachbekommen. Nämlich 3 Stück an der Zahl. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, zweimal neu zu ziehen. Und das sieht mir eigentlich recht gut aus. Das behalten wir. Der Gegner hat jetzt, glaube ich, eine Karte mehr als wir. Ja. Und der Gegner hat halt eben vorhin, er hat 0 Stärke gehabt und hätte theoretisch 17 aufholen müssen oder 22. Da hätte er zu viele Kartenressourcen benötigt, um das aufzuholen. Ich hätte nämlich einfach passen können und dann wäre eigentlich die Partie schon entschieden gewesen. Aber würde ich mich natürlich freuen, wenn Quent bei euch auch gut ankommt. Und wir somit eine zweite oder eine Alternative zu Magic bekommen. So. Okay, das sieht so jetzt eigentlich nicht wirklich aus. Dann spülen wir sie aus.
Das ist ein Verstärkungstrank. Okay, hat auf 0 gesetzt. Ist jetzt nicht so optimal. 1, okay. Ah ja, dann setzen wir den guten Dude. Dann knüppeln wir den einmal für 2. Dann auch mal für 1. Und der Gegner ist dran. Wir haben nur immer unsere Anführerfähigkeit. Okay. Gegner hat aufgegeben. Habe ich auch bis jetzt noch nicht erlebt. Ja. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in Gwent geben können. Und wie gesagt, wenn euch Gwent gefällt, wenn ihr Bock habt auf mehr auf diesem Channel, dann lasst es mich wissen. Schreibt es unten in die Kommentare. Lasst ein Like da. Lasst mich einfach nur wissen, dass euch das Game gefällt. Und ich werde Schritt für Schritt näher auf das Spiel eingehen und euch das näher heranführen. Und auch dann euch zukünftig immer wieder neuen Gwent-Content liefern. Natürlich muss man sagen, Magic bleibt auf dem Channel die Nummer 1. Aber Gwent wird, wenn ihr wollt, einen gewissen Stellenwert bekommen. Also, bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.